Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute machen wir Donuts und zwar im Airfryer. Für die, die nicht Frittiertes mögen oder was, oder einfach einen Airfryer zu Hause machen und gesund leben wollen, als perfektes Rezept. Also bleibt dran für Airfryer Donuts. Als erstes geben wir Butter und ein Ei in das Milch-Hefe-Gemisch hinein. Dies vermischen wir ganz schön, damit sich das Ei im Wasser auflöst. Jetzt geben wir auch schon alle Zutaten in den Mixer. Mehl, Salz, Zimt und Zucker und dann auch noch die Flüssigkeiten. Vermische aber zuerst die Trockenflüssigkeiten, damit es schön nachher aufnimmt. Knete den Teig in der Maschine ca. 10 Minuten, damit er ganz schön geschmeidig wird. Dann kommt noch die Handkneten. Jetzt kneten wir den Teig ganz schön mit der Hand, bis er schön geschmeidig wird und wir ihn dann rund schleifen können. Jetzt, wenn der Teig so geschmeidig ist, schleifen wir den Teig rund. Macht so, wie ich es hier mache, mit der, so wie, sagen wir so, wie Zangenform. Schön den Teig nach vorne drücken und nach hinten ziehen, damit er ihn schön rund schleift. Besprayt dann ein Gefäß einfach allgemein mit ein bisschen Butter, damit der Teig nicht knetet und lässt ihn dann 2 Stunden gehen. Verstreicht aber ganz schön den Spray, sonst bekommt ihr dann viel zu nassen Teig an verschiedenen Stellen. 2 Stunden später sieht der Teig auch schon ganz gut aus und ist sehr weich für die Donuts. Bemehlt ein bisschen nach eurer Arbeitsfläche, damit ihr schön den Teig ausrollen könnt. Und jetzt geht es darum, dass ihr den Teig ca. auf 2,5 cm Breite ausrollt. Wieso denn 2,5? Donuts sind ja viel dicker. Beim Frittieren des Donuts wachsen die extrem. Deshalb lassen wir die Donuts jetzt ein bisschen dicker, als sie allgemein sind, damit wir beim Airfryer nicht diesen Temperaturschock haben, dass eigentlich das Wachsen des Donuts so ausmacht. Hier seht ihr etwa, wie die Breite aussieht des Teigs. Jetzt kommt auch schon das Ausstechen der Donuts. Wie ihr seht, habe ich hier keinen Donut ausstechen. Wenn ihr einen solchen habt, benutzt ihn, macht es euch das Leben viel einfacher. Wenn ihr aber keinen habt, könnt ihr es wie hier so machen. Ihr nehmt ein Glas von einer gewünschten Größe, stecht es aus, nehmt dann den Donut raus, passt auf, dass ihr den Donut nicht zerstört und dann drückt ihn in der Mitte ganz so leicht weg und zieht den Teig in die Breite. Somit könnt ihr dieses Loch vom Donut reinmachen. Ihr könnt natürlich auch gefüllte Donuts machen und das Loch weglassen und dann einfach so das Donut ohne Loch haben. Wiederholt diesen Vorgang, bis ihr den ganzen Teig benutzt habt. Und jetzt schlussendlich, wenn ihr die Teigresten hier habt, müsst ihr den Teig erstmal ruhen lassen, ca. für 20 Minuten, 15 Minuten. Packt den Teig so zusammen und macht Klarsichtfolie darüber und lässt ihn jetzt für 20 Minuten ruhen. Nachdem wir den ganzen Vorgang aufgemacht haben, geht es auch schon in die Glasur. Vermischt dafür Butterzucker und Butter und ein bisschen Vanillezucker und gebt dann auch ein bisschen Milch dazu, um die gewünschte Konsistenz zu haben. Wer die Glasur ein bisschen dicken möchte, gibt weniger Milch hinzu. Dann geht es wieder auch schon ins Mixen und dann ist die Glasur auch schon fertig. Jetzt geht's an das Donut. Besprüht einen vorgeheizten Airfryer mit ein bisschen Butter und platziert die Donuts rein. Bei mir passen 3 bis 4 gleichzeitig hinein. Und dann geht's für 3 Minuten bei 180 Grad in den Airfryer.
Wenn die Donuts auch schon fertig sind, packt euch die raus und geht euch sie in die Glasuren ein. Wendet sie darin, wenn sie noch heiß sind, und lässt sie dann auf so Stäbchen, habe ich jetzt gemacht, austrocknen. Es geht auch beim Gitter. Hauptsache, die Glasur kann fallen, denn wir wollen nicht, dass die Glasur so richtig einen Donut umhüllt, sondern einfach oben ist. Wiederholt dann den Vorgang mit allen Donuts und platziert die neuen Donuts schon wieder in den Airfryer, bis ihr alle gemacht habt, wie immer bei 180 Grad. Und dann sieht es auch schon wunderschön hier am Schluss aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und genießt das Rezept.